Im heutigen Video reden wir mal wieder über das Thema Nackenverspannung und zwar speziell hier den oberen Anteil des Nackens. Hat, glaube ich, jeder von euch schon mal gehört, Trapez oder ein etwas unbekannterer Muskel, der Levator Scapulae. Warum sind diese Muskeln so verspannt? Ja, vielleicht, warum geht das für viele von euch einher mit hochgezogenen Schultern, vielleicht auch mit diesen nach vorn gefallenen Schultern, dem sogenannten Geierhals, der Forward Head Posture? Und wie hängt das alles zusammen? Was sind die genauen Ursachen für das Symptom? Warum macht unser Körper das? Was will er uns damit sagen? Was sind die Ursachen für das Problem? Und wie kriegen wir das Ganze natürlich dementsprechend ursachenorientiert, nachhaltig und langfristig mit den richtigen Übungen in den Griff? Das erfährst du alles im heutigen Video. Mit den Informationen wünsche ich dir wie immer viel Erfolg. So, und damit starten wir mal rein in das Thema. Ja? Verspannter Nacken. Übrigens, wir werden uns über beidseitig verspannten Nacken kümmern und am Ende des Videos gibt es auch noch einen kleinen Tipp, wie du vorgehen kannst, wenn du das Problem beispielsweise nur auf der rechten oder auf der linken Seite hast. Die Mehrheit von euch wird es wahrscheinlich auf der rechten Seite haben. Ja, so typisch, hat ein bisschen was mit der Asymmetrie von unserem Körper zu tun. Werde ich dann noch drauf eingehen. Jetzt gehen wir erstmal generell darauf ein, was passiert eigentlich in unserem Körper. Ja? Und wir haben ja diese drei Schwingungen der Wirbelsäule. Also wir haben eine Lendenlordose, ja, das heißt einfach hier diese Krümmung nach vorne. Wir haben eine Kyphose und wir haben wieder eine Halslordose. Ja? Und dann, nein, das ist nicht Skoliose, das ist auch keine Krankheit. Das sind einfach diese, ja, Fachtermini für diese Schwünge. Ja? Warum, weiß ich auch nicht. Ist immer kompliziert und ein bisschen nervig, diese Begriffe zu kennen. Aber ist einfach vorteilhaft, wenn man sich ein bisschen näher mit dem Körper beschäftigt. Was jetzt passiert, ist Folgendes. Ja? Die meisten Menschen, viele Menschen, nicht jeder, na, es gibt immer so diese Steilstellung der Wirbelsäule. Es gibt also auch Leute, die eine sehr gerade Wirbelsäule haben. Aber es gibt auch viele Menschen, die eher diesen Rundrücken hier haben. Ja, das ist, ich würde mal schätzen, so 70, 30, 80, 20 Mehrheit der Leute, die eher diesen Geierhals in Kombination mit dem Rundrücken haben. Was relativ interessant ist, die Leute, die hier diese Steilstellung haben, die haben oft nicht immer auch diesen Geierhals. Ja? Also bei denen geht das dann ganz gerade nach vorne und alles wird hier oben kompensiert. Und bei den Menschen, die eher so, ja, ein bisschen Hohlkreuz haben, ein bisschen Rundrücken haben, die haben dann auch noch zusätzlich diesen Geierhals. So, und jetzt muss man sich mal vor Augen führen, warum ist das Ganze eigentlich so? Eine gekrümmte Wirbelsäule ist eigentlich physiologisch nichts anderes als ein ausgeatmeter Körper. Ja? Wenn wir ausatmen, gehen wir tendenziell mehr in diese Krümmung rein. Und wenn wir einatmen, ja, das ist jetzt nicht sichtbar, so wie ich es gerade vormache, dann wird die Wirbelsäule eher gerader. Ja? Und es gibt diese physiologischen Zustände, in denen sich unser Körper eben befindet. Zum Beispiel, ja, wenn wir viel sitzen, will ich jetzt nicht verteufeln, ist jetzt auch nicht der Hauptgrund, aber einer der Gründe, ja, wenn wir jetzt natürlich sitzen, wir sind eher in einem ausgeatmeten Stadium, ne? Hier vorne, wir brauchen auch nicht so viel Luft. Der Körper, der kann sich's leisten, so ein paar Kompensationsmuster hier einzugehen. Und oft schwindet die Kapazität, hier in den vorderen Brust, in die obere vorderen Brustkorb reinzuatmen. Ja? Und wir machen alles eher hier hinten. Ja? Und wenn wir in dieser Position sind, dann gibt es Muskeln, die haben mechanisch eine optimierte Position. Dazu gehört der Levator und der Trapez, zum Beispiel auch mit dem Sternocleidomastoideus. Das sind nämlich alles Muskeln, die dabei helfen, den oberen und den vorderen Brustkorb, ich blende es euch hier auch mal ein, hochzuziehen. Das sind sogenannte sekundäre, also zweitrangige Atemhilfsmuskeln. Ja, wir haben also das Zwerchfell, das ist natürlich der Primärmuskel, der immer mitarbeitet. Aber in so einer Position hier haben wir dann auch den Levator, den Trapez und den Sternocleidomastoideus, jetzt um ein paar Beispiele zu nennen, die mir hier helfen können, reinzuatmen. Na, und jetzt wirst du dich fragen, hey Luca, aber das sind ja die Muskeln, das hast du doch gerade gesagt, die tun weh, die sind doch verspannt, jetzt höre ich irgendwas von einer mechanisch optimierten Position. Ja, genau das ist ja der Fall. Wenn du Muskeln hast, die dauerhaft arbeiten müssen, ja, die dauerhaft eigentlich eine Funktion übernehmen müssen, ja, wofür normalerweise zum Beispiel dein Zwerchfell und deine Zwischenrippenmuskulatur zuständig wäre, dann sprechen wir von einem sogenannten Kompensationsmuster. Ja, das ist jetzt nicht schlimm, da bist du auch nicht krank, aber der Körper, der sucht sich einfach eine Strategie. Pass auf, ey, atmen muss ich. Ich bin nach 2-3 Minuten ohne Sauerstoff, bin ich schon erledigt. Ja, das ist Priorität Nummer 1. Deine Nackenschmerzen sind mir völlig egal, mein Freund. Ja, ich helfe dir jetzt zu atmen.
deinen Stress zu bewältigen, und das machen wir so. Ja? So, und jetzt hast du eigentlich schon mit der Erklärung auch gehört, hey, was sind eigentlich die ursächlichen Probleme? Gehen wir nochmal kurz zum Skelettmodell zurück. Ich habe es auch in anderen Videos ja schon häufiger erklärt. Nochmal ganz kurz, wenn ich jetzt einatme, dann gehen meine Rippen in diese Außenrotation, und wenn ich ausatme, dann gehen die in die Innenrotation. Es ist aber eben auch so, dass die vorderen Rippen vor allen Dingen, die können auch mal gerne ein Stück weit in dieser Innenrotation bleiben. Und dann nochmal, dann muss alles andere, zum Beispiel der obere Brustkorb, der hintere Brustkorb, die müssen dann extra arbeiten. Ne? Und dann siehst du auch, was passiert. Weil wenn ich hier vorne komprimiert bin, ja, dann kommt das Schulterblatt, kippt eher nach vorne. Das ist übrigens das Gleiche. Schulterblätter, Beckenschaufeln, ja, sind eigentlich das Unterkörperäquivalent zur Scapula, zum Schulterblatt, was auch nach vorne ist. Also die meisten Leute, die diese vorgezogenen Schulter haben, haben auch ein starkes Hohlkreuz. Ja? Und das Coole ist, dass wir, wenn wir unser Becken etwas optimieren, auch schon die Schulterblätter optimieren. Was wir zusätzlich machen werden, wir werden natürlich auch extra Übungen machen, um die Schulterblätter aufzurichten. Ja? Das heißt, das siehst du hier schon, wenn ich jetzt die Schulterblätter aufrichte, nach hinten rotiere, dann schaffe ich automatisch hier vorne wieder mehr Platz. Der Körper merkt, ey, ich kann hier frei reinatmen oder freier reinatmen. Dann kann er auch diesen verspannten Trapez-Nacken-Levator-Komplex runterfahren. Daran orientieren sich jetzt auch unsere Übungen. Vorher, wenn die Informationen neu für dich sind, vergiss doch nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke zu aktivieren und dem Video hier einen Daumen nach oben zu geben. Das hilft dabei, dass diese Informationen hier mehr Leute erreichen. Weil wir haben mehrere Millionen Menschen in Deutschland, die an, oder im deutschsprachigen Raum allgemein, die an Nackenverspannung leiden. Und das, was ich hier erzähle, nicht wissen. Ja? Und das ist eigentlich ein sehr plausibler, noch relativ einfacher Ansatz, mit dem man vielen Menschen helfen kann. Ja? So, und jetzt würde ich sagen, erste Übung. So, erste Übung, die wir machen, ist etwas, um das Becken nach hinten zu orientieren. Nochmal, ja? Wenn ich hier eher ein aufgerichtetes Becken habe, habe ich automatisch auch schon eine leichte Optimierung in meinem Schulterblatt. Das Ganze machen wir jetzt in Rückenlage an der Wand. Wir machen später auch noch eine weitere Übung. Deswegen ein Tipp, nehmt euch hier so ein Handtuch. Ja, das habe ich jetzt hier schon einmal gefaltet. Ich mache es mal kurz vor. Also ich falte das zur Hälfte, ja, ungefähr, dass es so eine Handbreite ist. Und dann rolle ich das etwas auf an einer Stelle. Ja. Das heißt hier so eine kleine Wurst machen. Ja, die hat so eine gewisse Dicke. Da muss man am Anfang ein bisschen mit rumspielen. Zeige ich dir, worauf es darauf ankommt, weil wir gehen jetzt an die Wand und ich lege mich jetzt, ja, muss man eben ein bisschen gucken, ich bringe jetzt die Füße hier an die Wand. Ja, ich muss noch ein kleines bisschen näher ran, so, und diese Handtuchrolle, die könnte bei mir fast noch ein bisschen größer sein, ja, die soll dir dabei helfen, dass du jetzt nicht so liegst, ja, so, oder dass die viel zu dick ist und du dann überstreckt liegst, sondern die soll einfach dabei helfen, den Nacken hier so ein bisschen zu stabilisieren, dass der Kopf relativ geradeaus zeigt. Ja, ich jetzt hier keine Spannung im vorderen Hals habe. Kannst du mal ein bisschen gucken. Ja, man kann auch so ein bisschen so anhauchen oder summen, ja, und mal zu gucken, okay, bin ich jetzt hier frei, ist der Kiefer locker, ist der Hals locker? Und das ist dann meistens die optimale Position, von der aus ich atmen kann, ja. So, und das ist ja wichtig, Atmung. Was mache ich jetzt? Ich bringe die Füße in die Wand, ich belaste die Fußinnenkante, ja, bumm, und ziehe die Füße jetzt, ich drücke ein bisschen in die Wand und ich ziehe die Füße so leicht nach unten. Was passiert mit meinem Becken? Ja, ich bin jetzt locker, jetzt ziehe ich die Füße nach unten, ja, hast du gesehen? Nochmal, ich bin locker, ziehe die Füße nach unten, sieht man automatisch, ne, wie sich der untere Rücken, ich will jetzt auch nicht so machen oder so, sondern ich will einfach nur das Becken orientieren, ja, die Bauchmuskeln, die sind noch super entspannt, ja, und was jetzt passiert ist, ja, ich habe auch direkt gemerkt, wie sich der Nacken nochmal neu ausjustiert, ja, und jetzt atme ich relativ lautlos in die vordere Brust, also ich atme einfach ein, ja, also auch jetzt nichts koordinativ versuchen zu beeinflussen, Füße runterziehen, Innenkante belasten, Beinrückseite wird meistens merklich angesteuert. Ich hauche eine Fensterscheibe an, seitliche Bauchmuskulatur ist aktiviert und ich atme wieder über die Nase ein. Ja, und nochmal.
Vielleicht erwähnst du auch mal kurz, was mit deinem Fuß los ist, weil das sieht schon krass auf der Kamera aus. Ja, gut. Ja, also hier über den Elefantenfuß nicht wundern, ist keine Gicht oder so. Ich bin gestern in eine Biene reingetreten im Garten. Und der Fuß, der hat ein bisschen was abgekriegt, ja. Gut. Ist natürlich besonders vorteilhaft, wenn man dann noch als armer YouTuber hier Videos machen muss. Aber da müssen wir jetzt durch. So, also das war die Übung Nummer 1, ja. Beckenorientierung. Atemmuster, ja, ich würde sagen 4 bis 6 Atemzüge, 2 bis 3 Durchgänge, je nachdem. Ja, jetzt starten wir mit der nächsten Übung rein. Und zwar möchte ich ja jetzt etwas tun für die Schulterblätter. Ja, und wer jetzt aufgepasst hat, ich habe ja gesagt, hier Beinrückseite richtet mein Becken auf. Ja, was ist das Oberkörper-Äquivalent zur Beinrückseite im Oberkörper, Susi, weißt du das? Der Trizeps. Der Trizeps, richtig, ja. Die Armrückseite ist gleich unserer Beinrückseite, weil wenn man sich mal den langen Kopf, blend das hier auch mal ein, vom Trizeps anschaut, ja, der hat hier einen Ansatzpunkt an der Scapula, ich glaube ungefähr in dem Bereich, ja, und damit hat er einen Hebel, das Schulterblatt auch aufzurichten, ne? Das heißt, wir machen eine relativ klassische Kraftübung jetzt, sieht nicht nur gut aus, sondern bringt uns auch was für unsere Atemmechanik. Und zwar würde ich dir empfehlen, relativ leicht zu starten. Ja? Ich mache das jetzt sogar mal mit einer 5 Kilo Hantel vor. Man kann auch, also ich mache da meistens so 7,5, 8 Kilo. Die habe ich jetzt nur nicht gerade hier liegen. Kann man natürlich dann auch progressiv steigern. Dann muss jeder mal schauen. Ich würde am Anfang aber ein bisschen leichter machen. Ja? Man braucht jetzt nicht den mega Trizepspump. Und man kann das Ganze vorgebeugt an der Bank machen. Ja? Wer jetzt keine Bank hat, zu Hause überhaupt kein Problem, der geht einfach in den sogenannten Vierfüßler, Knie unter der Hüfte, Hände unter der Schulter. Ja, wie gesagt, wer Zugang hat zum Fitnessstudio, ich mache das sogar lieber, der hat sicherlich so eine Bank hier zur Verfügung. Ja, der macht das Ganze hier in dieser abgeknieten Position, wo man zum Beispiel auch vorgebeugtes Rudern macht. Ja. Gleiches Spiel, völlig gleiches Prinzip, wollte ich nur mal kurz sagen. Also da muss man sich da auch nicht blenden lassen, das sind alles die gleichen Übungen. Ja, was wir jetzt machen, ja, ich ziehe jetzt den Ellbogen hier hoch, genau neben meinen Oberkörper. Ich mache nicht so, ja, ich mache auch nicht so, sondern neben den Oberkörper. Ja, und jetzt kommt die Streckung wirklich sauber aus dem Ellbogengelenk. Ja, und ich versuche, das Ellbogengelenk so weit es geht in die Streckung zu bringen. Ja, und jetzt wird eingeatmet, ja, ausgeatmet, ja, so, und was ich nochmal mache, so, ran, einatmen, sorry, und bei der Streckung eher ausatmen, ja, sieht man schon, wie ich zitter, einatmen, ja, man kann das Gewicht auch hier lassen, ausatmen, ja, einatmen, ausatmen, ja, da kann man auch so, ich würde eher mit Atemzügen arbeiten, ihr merkt ja schon, ich bleibe hier hinten relativ lange, ja, wenn man jetzt einen normalen Rhythmus im Krafttraining hat, dann macht man wahrscheinlich eher so, ja, das ist auch nicht falsch, wer das Ganze allerdings mehr an diesem Atemrhythmus ein bisschen koppeln möchte, ja, der wird merken, dass er hier so ein paar Sekunden bleiben muss, ja, und was man merken sollte, ist halt hier diese, genau wie eben bei der Übung, allerdings wahrscheinlich ein bisschen intensiver hier die Armrückseite. Nur als kleiner Tipp, ich will das aufgrund der Videolänge jetzt hier nicht immer machen, aber ihr könnt vorher beispielsweise mal im Liegen eure Innenrotation testen, ja, die ist bei mir auch nicht super, aber die ist nach der Übung eigentlich immer besser, ja, also Schulter bleibt hinten, ja, zack, ich habe da immer so ein paar Grad mehr Schulterinnenrotation. Anhand dessen kann man dann beispielsweise auch beurteilen, ob die Übung für einen selber was bringt. Ansonsten natürlich auch mal gucken, wie sind die Symptome, wie ist die Halsdrehung, ist die besser als vorher, wie fühlt sich der vordere Hals an, der Nackenbereich, vielleicht auch der Kieferbereich bei dem einen oder anderen. Übrigens auch so CMD, ja, Spannungskopfschmerzen, ist jetzt nicht die Heilung hier, was wir machen, aber es hat ganz sicher einen positiven Einfluss, wenn du es schaffst, diese Übung ohne anzuspannen, ich sag mal in den falschen Bereichen auszuführen. Ja? Wenn du merkst, du verkrampfst in deinen Problemstellungen, ist die Übung wahrscheinlich zu schwer. Dann weniger Gewicht nehmen oder eine andere Variante. Ja? Die Prinzipien bleiben aber gleich. Also das ist ein super Übungsduo, mache ich ganz gerne zum Beispiel vor einem Oberkörpertraining oder so. Schlussendlich ist das auch ein Problembereich. Ich habe jetzt nicht so sehr Probleme mit Nackenverspannung, aber ich habe auch zum Beispiel Probleme hier eher in die vordere Brust
rein zu trainieren, ist auch oft bei Kraftsportlern was. Ja, ich bin ja auch jemand, der klettert, der eher auch früher sehr kraftorientiert trainiert hat. Und da haben die meisten Leute dann eher diese Performance-Schulter, ne? Weil das, genau wie das Hohlkreuz, das hilft dem Körper dabei, tatsächlich härter und höhere Kraft in den Boden beispielsweise zu übertragen. Also ja, mehr Power-Output zu haben. Und das ist jetzt nicht immer irgendwas, was der Körper nur macht, weil er irgendwie Probleme hat, sondern tatsächlich auch, weil er zielorientiert irgendwas erreichen möchte. Ja? Also nur so als kleiner Tipp. Ich finde es immer krass, so, wenn ich diese Übung gemacht habe. Kann jetzt auch ein bisschen so Trugschluss sein, ja, aber ich finde, das ist dann immer direkt viel aufgerichtet. Ich habe ja jetzt hier die Schulter nicht trainiert. Siehst du hier, ne, verschwindet so ein bisschen. Die Schulter, die habe ich trainiert, ne, und da siehst du, ist der Fingernagel noch zu sehen. Ne? Also da kann man auch manchmal direkt eine visuelle Veränderung auch wahrnehmen. Ist sicherlich auch für den einen oder anderen motivierend, muss jetzt aber nicht sein. Ja, auch 2 bis 3 Durchgänge. Und jetzt quatschen wir mal kurz darüber, was hat das mit der Einseitigkeit zu tun? Warum ist oft beispielsweise der linke Nacken oder der rechte Nacken verspannter als der linke? Da möchte ich kurz auf dieses Video hier verlinken. Da erkläre ich die genaue Ursache. Das hat was mit der Verdrehung vom Brustkorb zu tun und dem Gegenschwung in der Halswirbelsäule. Findest hier oben in der Infokarte. Das Fass mache ich jetzt hier nicht auf, weil sonst würde das Video auf eine halbe Stunde sich ausdehnen. Ich zeige dir nur kurz, welche Zusatzübungen du da auch noch machen kannst. Was du brauchst, ein ganz dünnes, ganz leichtes Widerstandsband. Ne? Also wirklich, was weiß ich, 2-3 Kilo Widerstand. Bloß nicht zu schwer. Wir gehen nochmal in unsere Rückenlage. Übrigens gerne gleiche Ausgangsposition. Hier wieder die Füße, zack. So, und was wir machen, die schmerzhafte Seite nehmen wir jetzt mal an, bei mir ist rechts. Ja, wenn es bei dir links ist, machst du es genau umgekehrt. Rechte Seite tut weh, linke Hand drückt runter, ja, hält dieses Band hier fest. Ich habe hier nochmal diese Trizepsansprache, drückt die Schulter auch aktiv so ein bisschen runter, ohne jetzt zu verkrampfen, ähnlich wie bei der Übung eben. Ja. So, und jetzt nehme ich hier die schmerzhafte Seite, ja, und ziehe, also stellt euch vor, du ziehst ein Schwert aus der Scheide, ja, so, Angriff, ja, und dann ziehe ich jetzt hier nach hinten oben, ja, ich muss fast sagen, das Band ist schon fast ein bisschen zu schwer, ich nehme nur einen Riemen, so, zack, ja, Daumen zeigt nach unten, Schulter bleibt unten hier, die linke, und du merkst, wenn du zu, also du geh wirklich nur so weit, wie du es schaffst, ohne dass du jetzt hier hochschrackst und ohne, das ist immer ein guter Indikator, ohne dass du ins Hohlkreuz musst. Also wenn du so machen musst, ja, bist du zu weit, Becken bleibt gekippt, Trizeps ist angespannt, linke Seite, Ellbogen ist durchgedrückt, rechte Seite, ja, also beide Ellbogen. Und hier ist bei mir ungefähr Schluss. Ja, so, tief einatmen und dann wieder ausatmen, ja, tief einatmen und ausatmen. Tief einatmen und wieder ausatmen. Ja. Zwischendurch ruhig mal die Beckenstellung nachkorrigieren. Habt ihr die Beinrückseite noch am Start? Ja, Ellbogen wieder strecken und dann. Ja, und auch hier 5 bis 6 Atemzüge, 2 bis 3 Durchgänge. Was ich immer ganz gerne mache, wenn ich mich aufwärme, ich stelle mir halt so 2, 3 Übungen zusammen. Sagen wir mal, ich gehe Tennis spielen oder so. Ja? Ich mache irgendwas für den Oberkörper oder ein Krafttraining. Ich weiß aber, ich habe diese Probleme. Dann stelle ich mir natürlich Übungen zusammen, wo ich weiß, okay, die zahlen auf dieses Problem hier ein. In dem Fall habe ich euch die jetzt gezeigt. 3 Übungen für verspannten Nacken, Nackenverspannung einseitig. Und dann trainiere ich die vor meinem Training als Warm-up in so einem Zirkelsystem durch. Das heißt Übung 1, Übung 2, Übung 3. Ja, vielleicht eine kurze Pause und dann mache ich das Ganze nochmal. Meistens 2-mal, wenn ich stärkere Probleme habe, 3-mal. Und dann gehe ich ins Training. Warum? Ja, der Körper, der ist ja in deinen Kompensationsmustern sozusagen gefangen ohne Übung. Und wenn du dann laufen gehst, Tennis spielen gehst, irgendwas machst, dann machst du das die ganze Zeit in deinen Kompensationsmustern. Und das Intelligente ist eigentlich zu sagen, ich gehe vor dem Training aus meinen Kompensationsmustern raus, mach dann mein Training, ja, mein Körper wird wahrscheinlich ein Stück weit sowieso wieder zurück in die alten Kompensationsmuster gehen, ja, aber nicht so stark, wie wenn ich schon anfange, in den Kompensationsmustern zu trainieren.
Und was ich dann machen kann, ich habe eigentlich automatisch so ein bisschen korrigierenden Effekt, ja, weil mein Körper sich neutraler bewegt. Wer will, der kann auch nochmal einen Durchgang nach dem Training machen, so als Cooldown. Dann solltest du sehr spürbar schnell Effekte merken. Und in diesem Sinne, wenn dir das Video gefallen hat, Daumen nach oben geben, Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Hau rein und ciao.